die Gier. Alle wollen mehr. Mehr Geld. Mehr Geld bedeutet mehr Macht. Die hatten nur im Sinn, möglichst viel Geld zu verdienen. Und das war der Wert an sich. Warum habe ich hier getreten? Wir werden geboren in ein System hinein, im Hamsterrad. Die Welt ist das Theater. Wir sind auf der Bühne und jeden Tag die Schauspieler. Meine Damen und Herren, da ist er! Mehmet Göker! Mehmet Göker! Aus und vorbei. Im Herbst 2009 ist die MEG AG pleite. Deutschlands zweitgrößter Vertrieb privater Krankenversicherungen, zahlungsunfähig. Allein in Kassel trifft die Insolvenz etwa 600 Mitarbeiter der Firmenzentrale. Nach Millionen Umsätzen, Millionen Schulden. Insolvenzverwalter ist Fritz Westhelle. Hier kann er nicht sanieren, nur noch abwickeln. Selbst für die Brieffrankiermaschine ist kein Geld mehr da. Also das druckt nicht mehr. Also alles. Wir haben keine. Und die Patrone wäre zu teuer. Um knapp 75 Euro. Und so viel sind nicht mehr drauf. Sollte sich nicht mehr rentieren. Ach so, und die Patrone und die Füllung, die geldliche Füllung, hängen miteinander zusammen. Dann gebe ich Ihnen 50 Euro, ja. Dann kaufen Sie mal ordentlich Briefmarken und geben mir eine Quittung darüber. Ja, sowieso. Hm? Kommen Sie morgen. Okay, gut. Das ist doch schon mal was. Ja. Geben Sie doch Frau Koch, weil ich morgen wahrscheinlich nicht hier bin. Mach ich. Vom Untergang der MEG sind knapp 1000 Mitarbeiter betroffen. An 13 Standorten, bundesweit. Sehr überraschend. Ja. Was machen Sie jetzt? Arbeitslos danach. Ja. Guck. Ja, normalerweise die Insolvenzverwalter, aber. I made a dream come true. Was so easy to do. Dabei lief doch alles märchenhaft. MEG war die Erfolgsgeschichte von Mehmet Ercan Göker. Sohn eines türkischen Schuhmachermeisters, geboren und aufgewachsen in Kassel. Bester Auszubildender seines Jahrgangs für Versicherungskaufleute. Mit 25 Jahren Millionär. Ein Mann, eine Vision, ein Erfolg. Mehmet Ergöker ist MEG. Die MEG AG gehört zu den Top-Versicherungsmaklern in Deutschland. Wachsender Jahresumsatz in Millionenhöhe, festangestellte Mitarbeiter, ein expandierendes Unternehmen. Mein Leben, meine Philosophie, mein Herz, meine Seele steckt in dieser Firma. Power, Energie, Leidenschaft. Erreichen Sie Ihr Ziel. Habt ihr Lust, hier Geld zu verdienen? Und so verdient MEG Geld. Das Unternehmen hortet Daten möglicher Kunden. Datensätze generiert im Internet. Wer Interesse hat an einer privaten Krankenversicherung, wird kontaktiert. Die Makler bekommen Provision. Für jeden ihrer am Telefon verkauften Verträge zahlen Versicherungsgesellschaften ein Vielfaches dessen, was der vermittelte Kunde an Monatsbeitrag zahlt, kurz MB genannt. Das Ziel, so viele Verträge wie möglich verkaufen, so viele Monatsbeiträge Provision wie möglich kassieren. Werden Sie Teil des Erfolgs? Sie werden bei uns niemals weniger verdienen als Ihr Grundgehalt. Das sind mindestens 40.000 Euro im ersten Jahr, 60.000 Euro ab dem zweiten Jahr und ab dem 25. Monat kommen Sie niemals unter 70.000 Euro im Jahr als Angestellter. Wie ist das überhaupt möglich?
Ja, was heißt, wie ist das möglich? Es wurden Abschlussprovisionen vereinbart, die oberhalb des im Markt üblichen lagen. Es sind hier in Einzelfällen, von einzelnen Versicherungsunternehmen sind bis zu 15 Monatsbeiträgen als Abschlussprovision bezahlt worden. Muss man sich mal überlegen. Da zahlt also jemand, der eine Krankenversicherung abschließt, erstmal ein Vierteljahr lang seine Monatsbeiträge. Und die Krankenversicherung hat davon überhaupt nichts, sondern nur der Abschlussvertreter oder in diesem Fall die MEG. Sommer 2011. Wir treffen Mehmet Göker im elterlichen Heimatland. In Kujadasi, an der Küste der türkischen Ägäis, lebt der heute 33-Jährige. Der Vollblutverkäufer, der seine gesamte Branche aufgemischt hat wie niemand zuvor. Es wurde vor mir gut bezahlt, aber ich habe durch Verhandlungsgeschick, was auch immer, deutlich höhere Cottagen bekommen als der Rest des Marktes. Davon bin ich überzeugt, ich kann es nicht beweisen. Die Versicherer haben alle gut verdient. Also, keiner hat sich beklagt. Alle haben was vom Kuchen abbekommen. Über Jahre hinweg feiern deutsche Versicherungskonzerne Mehmet Göker. Ihn und seine MEG AG. Schließlich macht er für sie die besten Geschäfte aller Zeiten. Wir, liebe MEGler, wir sind froh und glücklich, dass es sie gibt und dass sie das in den Jahren erreicht haben. Vielen Dank. Eine solche Entwicklung, eine solche Steigerung in einem Jahr mit einem Plus von sage und schreibe 115% hat diese Republik noch nicht gesehen. Ich glaube, jetzt begrüßen Sie mit mir Herrn Mehmet E. Göker. Wo Göker ist, ist der Erfolg. Und da sind die Großen der privaten Krankenversicherung. Chefrisikoprüfer Deutschland der Hallischen Krankenversicherung. Herr Lüneburg, alte Leipziger Hallische Krankenversicherung. Herr Seidel, Herr Hauter. Lieber Mehmet, liebe MEG AG, vielen Dank für diese unglaublichen 5 Jahre. Wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten, wir wollen mit Ihnen zusammen Geschäft machen, wachsen, Umsatz erzielen. Glauben Sie an Ihre Idee. Glauben Sie an Ihre Idee. Die Gier. Alle wollen mehr. Mehr Geld. Mehr Geld bedeutet mehr Macht. Und die Versicherer haben in mir ein Objekt ihrer Macht gesehen. Ja? Jeder hat sich damit gerühmt. Und die sagen dann, ja, wir haben vom Göker dieses Jahr 25 Millionen Euro bekommen. Das bekommen wir seit 3 Jahren. Wir haben 75 Millionen Euro Jahresbeitragseinnahmen. Ist doch toll. Die Bücher sehen super aus. Ja, der Türke macht's möglich. Also. Die Nummer 1 der MEG AG in der Bundesrepublik Deutschland. Jörg Gajewski! Die Versicherer erwarten Verträge. Göker erwartet treue Gefolgschaft seiner Mitarbeiter. Möchtest du mit deinen 25 Lenzen ein Leben lang, es sind bei dir nur 60 Jahre, mein Freund, überleg dir, was du jetzt sagst, ein Leben lang mit mir dein Blut, dein Herz und deine Seele teilen für diese Firma. Einer für alle, alle für alle. Alles geben für die MEG. Ist dies eine besondere Form der Mitarbeitermotivation? Wir fragen einen Insider. Er kennt die Versicherer kennen ihn als begehrten Ausbilder und konzernunabhängigen Berater. Deshalb dürfen wir sein Gesicht nicht zeigen, seinen Namen nicht nennen. Es ist reine Manipulation. Es ist keine Motivation. Hier wird manipuliert. Hier wird mit den Gefühlen von Jungen, es sind ja in der Regel junge Menschen, sehr, sehr hart umgegangen. Spätestens dann, wenn der Umsatz X nicht mehr kommt, wirst du fallen gelassen im System. Das System ist eines der perfidesten, die ich kenne. Ist damit so ein Vertrieb dann letztendlich sowas wie die Drückerkolonne der Versicherer? Ja. Plakativ formuliert ist es so. Es ging mir nie ums Geld. Wer das sagt, der kennt mich nicht, der hat keine Ahnung. Zu MEG-Zeiten hörte sich Göker noch ganz anders an. Ha!
Dienstag von unseren Besatzern verarscht. Wo ist denn der Umsatz? Wenn ich die Zahlen sehe, dann ist das hier eine einzige Schande. Das ist alles scheiße geworden. Auf diesen Mist habe ich keinen Bock mehr. Wir verdienen mit Verkauf unser Geld, weil wir nur aus einem Scheißgrund arbeiten. Um so viel Kohle zu verdienen, dass du kotzt, wenn du es ausgeben musst. Als ich diese Firma gegründet habe, habe ich eins gesagt. 4 Jahre braucht ein Verkäufer, um an meiner Seite Millionär zu werden. Weißt du, was du in 4 Jahren hier verdient hast an meiner Seite? 1,48 Millionen Euro Stand heute. Nachweislich zuweisend. Ich bin unschlagbar. Ich bin der beste Verkäufer einer privaten Krankenversicherungswirtschaft. Warum? Weil es meine Zahlen belegen. Und ich werde das Schwert wieder selbst hier haben. Ich werde ab nächster Woche wieder Daten festlegen und verkaufen. Werde jeden hier in Grund und Boden verkaufen und euch mal zeigen, was hier im Leben so möglich ist. Und das mit Spaß. Die hat nur im Sinn, möglichst viel Geld zu verdienen. Und das war der Wert an sich. Und irgendwelche anderen Werte gab es da eigentlich nicht. Es gab nur den Wert, viel Geld zu verdienen. Und wer am meisten Geld verdient hat, der war am meisten wert. Da liefen Fernseher, wo also die Mitarbeiter des Monats mit Umsätzen und mit Verdienst genannt wurden. Und die, die am meisten verdient haben, die wurden dann namentlich in den Fernsehern in der Eingangshalle gezeigt. Weil eben das Geldverdienen da, das war das Absolute, was vor allem im Vordergrund stand. Millionen machen mit dem Verkauf privater Krankenversicherungen deutschlandweit per Telefon. Provisionen bezahlt aus den Beiträgen der Versicherten. Sind die dabei gut beraten? In Berlin treffen wir den Journalisten und Finanzmarktexperten Hermann Josef Tenhagen. Diese Vermittler leben ja ausschließlich davon zu verkaufen. Und man kann jetzt beraten, sozusagen sehr ernst nehmen, aber letztlich bezahlt wird man fürs Verkaufen. Und wenn das so ist, dann spielt sicherlich auch immer die Frage, wie viel Provision gibt es denn für diesen Vertrag eine Rolle bei der Frage, welchen Vertrag verkaufe ich denn dem Kunden. Dann sitzt der Außendienstler da, ob der jetzt bei einem Makler ist oder woanders, und hat die Alternative, ich verkaufe dem einen Vertrag, wo er 500 Euro verdient oder einer, wo er 1000 bekommt. Was macht denn der Mann? Kann auch eine Frau sein. Die müssten ja Heilige sein. Sind sie aber nicht. Genauso wenig wie wir alle anderen auch. Und am Ende heißt das dann, dass die Versicherer die Beiträge für alle Kunden erhöhen müssen, weil sie so viel für die Provision bezahlen. Der deutsche Markt für private Krankenversicherungen ist klein und hart umkämpft. Von knapp 80 Millionen Menschen in Deutschland sind 70 Millionen gesetzlich krankenversichert, nur 8,9 Millionen sind privat versichert. Im Jahr schließen die Versicherer knapp 500.000 Vollversicherungsverträge ab, kosten 2,68 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon, 1,44 Milliarden Euro, fließen für sogenannte Umdeckungen. Das bedeutet, Kunden, die bereits privat versichert sind, werden neu vermittelt zu einem anderen Versicherungskonzern. Die Verdrängung wird belohnt mit neuen Provisionen. Grund genug für eine MEG-Hymne auf dieses wunderbare Geschäft. We love the action. Making money and having fun. Ich habe gesagt, wir bringen ihn 250.000. Wir können aber auch 300 machen. Der Lüneburg sagt, Mensch, Herr Göker, machen Sie langsam. 150 ist doch viel. Langsam. Sag ich, langsam war gestern, MEG ist heute. Ziel 250.000 erreicht worden. 544.000 MB. Ziel 2007. Das Ziel, wenn wir das erreichen, ist es die höchste Produktion, die in 140 Jahren private Krankenversicherungsgeschichte eine Gesellschaft jemals von einem einzigen Unternehmen erhalten hat. 1,5 Millionen Monatsbeitrag. Für den Versicherer 18 Millionen Euro Beiträge im Jahr.
Herzlich willkommen in der ersten Liga. Herzlich willkommen in der Champions League. Und vielen Dank für Ihren Erfolg, denn Ihr Erfolg ist letztlich auch der Erfolg von uns allen. Vielen, vielen Dank. Es gab Gesellschaften, die kamen und sagten, Herr Göker, und das jedes Jahr. Wie viel können Sie uns dieses Jahr bringen? Was können wir dieses Jahr tun? Und ich habe gesagt, was wollen Sie? Summe X. Nehmen wir mal an, 2 Millionen vermitteltes Geschäft, ja, monatlich. Okay, für das möchte ich Summe X haben an Cottage, ja, und ich möchte X Euro an Bonifikation. Also es gab Gesellschaften, die, wie soll ich sagen, sehr gierig waren. Und diese Gesellschaften haben gesagt, wir machen einen Anreiz. Wir zahlen Ihnen den Bonus im Januar für das zu erwartende Geschäft, was bis Dezember kommt. Kriegen wir dann mehr? Ein Vorstand versucht ja irgendwo von dem Kuchen etwas mehr abzubekommen als der Rest. Dies kann ich irgendwie versuchen zu lenken. Ich lenke das am einfachsten, indem ich sage, pass mal auf, du kriegst hier eine Summe vorab schon mal, weil ich davon ausgehe, dass du in diesem Jahr das und das Geschäft an uns vermittelst. Und damit ist natürlich eins nicht mehr gewährleistet. Neutralität. Weil die MEG ist ja aufgetreten als Makler. Und sobald ich als Makler einen Vorschuss bekomme, verstoße ich gegen sämtliches Maklerrecht. Weil es kann ja nicht funktionieren. Es kann ja nicht sein, ich bekomme von einem Produktgeber eine Zahlung, dann werde ich ja versuchen, ein Produkt dieses Produktgebers Ihnen zu verkaufen. Und spätestens dann kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass ich Sachverwalter bin des Kunden, dass ich den Kundennutzen in den Vordergrund stelle, sondern hier geht es darum, dass ich den Produktgeber bevorzuge oder ihn mit Geschäft versorge. Von daher mache ich das vielleicht als Versicherungsgesellschaft ganz gerne, dass ich Vorschüsse gebe. Natürlich rechne ich nicht als Versicherungsgesellschaft damit, dass das Ganze dermaßen in die Hose geht, wie es in diesem Fall in die Hose gegangen ist. Und die hätten es sicherlich nicht gemacht, wenn sie gewusst hätten, wie viele Millionen dabei für sie, für die Versicherungen auf der Strecke bleiben. Über 35 Millionen Euro schuldet die MEG ihren Gläubigern, das meiste davon den Versicherern. Den Mitarbeitern bleiben nur Erinnerungen. Das war toll. Eine junge, aufstrebende Firma, da mitwirken zu können, war schon klasse. Die Atmosphäre von Optimismus geprägt, viel Adrenalin. Es ging rund hier, immer mehr Leute kamen dazu. Es war toll. Man hatte das Gefühl, wir ziehen alle an einem Strang, wir schaffen den Aufstieg, ne, in der Oberliga. Es sind 3 meiner schönsten Berufsjahre, die ich hier verbringen konnte. Wir haben schon so von einem gewissen Spirit gesprochen, der hier herrschte. Die neue Nummer 1 der privaten Krankenversicherung Europa. Die 3 Buchstaben M-E-G. Der hatte 3 Goebbels. Der hatte, wenn ich, das ist halt so. Das Einzige, der mir einfällt, es waren ja jeden Montag ging's. Da gibt's im Internet, müssen sich mal die Filmchen bei YouTube angucken. Der hatte richtig Drive gehabt. Zieh ich den Hut vor. Was war das für ein Führungsstil? Das war hammerhart. Der hat ja die Leute beschimpft regelrecht. Ne? Das war autoritärer Führungsstil, Zuckerbrot und Peitsche. Erst die Peitsche, dann das Zuckerbrot. Hat funktioniert. Wie wollen Sie sonst 1000 Leute im Griff haben? Über ganz Deutschland. Jetzt muss ich weiter. Macht's gut. Sven, ich muss erst mal das Auto ausräumen. Vorbei sind die Zeiten, als Mehmet Göker in der Kassler Zentrale alles war und alles in einem. Motivationsgott, Verkaufsgenie und Nordhessens einziger Popstar. Weinrich Frank war ein Jahr lang dabei. Tja, das war mein Arbeitsplatz. Göker hat als Mensch motiviert. Der brauchte nicht viel zu sagen, allein seine Anwesenheit war Motivation. Den hat was umgeben, oder den umgibt sicher immer noch was, was man so nicht beschreiben kann. Also ich habe in den 15 Jahren Vertrieb, die ich vorher gemacht habe, sowas noch nicht erlebt gehabt, dass ich mit so einem Spaß an die Arbeit gegangen bin, wo ich gesagt habe, ich habe mich auf jeden Tag gefreut. Also ich habe in den, ich habe in der Zeit keinen Urlaub gemacht, im ganzen Jahr, wo ich hier gearbeitet habe, obwohl mir Urlaub zugestanden hätte. Aber das war einfach
Ein schönes Arbeiten, es hat Spaß gemacht. Offensichtlich sind die Schrauben noch da. Und noch so manches andere auch. Erinnerungsstücke werden verscherbelt. Wo einst Geld gemacht wurde, wird nun zu Geld gemacht, was noch übrig ist. Und dreimal die Ringe. Alles klar, ich bedanke mich. Wiederschauen. Tschüss. Telefone, Computer, Büromöbel. Jeder Euro, der erlöst werden kann, fließt in die Insolvenzmasse. Von Devotionalien bis Sperrmüll. Viel ist es nicht, was zusammenkommt. Die Auktion, was bringt das jetzt hier für die Masse? Circa 8.500 Euro. Für so eine Online-Auktion. Das ist also schon in Ordnung. Jetzt laden wir den MEG-Weg ein. Passt ja. War ein Pass, ist wieder für gemacht, das Auto. Ein Stück MEG bewahren. Das gelingt nicht jedem Ex-Mitarbeiter. Die Idee vom Herrn Göker, PKVs am Telefon zu verkaufen, war gigantisch. Das hat eher revolutioniert. Sonst hätte die Millionen von der AXA und von der Halle schon von der Zentral nicht gekriegt. Irre, das ist absolut bewundernswert. Und das für einen Türken. Ein Türke setzt sich so durch. Das wollen wir doch, die Integration. Ich bin bestimmt kein Linker. Ich bin auch nicht konservativ. Ich bin sehr konservativ, ultrakonservativ. Aber jeder, der in Deutschland arbeitet, so wie der Herr Göker oder andere, vor denen ziehe ich einen Hut. Das muss ich ganz einfach sagen. Hat halt ein bisschen Pech gehabt am Ende. Dieses Ende hatte einen Vorboten. Im Jahr 2007 macht MEG Schlagzeilen in der Region. Mit einem in den vergangenen Jahren nie in Kassel gesehenen Großaufgebot an Beamten begannen Mitarbeiter der Finanzbehörden, des Zolls, der Staatsanwaltschaft und der Polizei mit einer Durchsuchung der Firmenzentrale des Kasseler Versicherungsvermittlers MEG 24 in der Falderbaumstraße. Parallel dazu wurde auch die Privatwohnung des Firmeninhabers Mehmet Göker durchsucht. Göker hält sich derzeit in New York auf. Am Morgen um 5 Uhr ist er in meinem Zimmer, wir hatten zwei Zimmer, die beiden und ich, es heftig geklopft hat. Ich öffne und sage, was ist los? Und dann standen die beiden in Unterhose vor mir in einem tollen 5-Sterne-Hotel in New York und sagen, du musst unbedingt einen Kassel anrufen. Ja? Und warum? Ja, da ist irgendwas ist da, die Polizei ist im Haus. Ich sage, bleib ganz ruhig, wir haben nichts getan, also ist alles in Ordnung. Dann rufe ich bei meinem Vize an, ich sage, ich habe gehört, der erzählt hier 100 Leute, sind bestimmt nur 20. Sagt er, ja, hast recht, sind keine 100, sind 200. Ja, ich sage, was wollen die denn? Sagt er, das weiß hier keiner, aber ja, die tun sehr wichtig und irgendwas wird wohl sein. Und so hat eben 2007 leider der Anfang vom Ende begonnen. Steuerhinterziehung, nicht gezahlte Sozialbeiträge. Göker wird verurteilt. 720.000 Euro Geldstrafe plus Nachzahlungen. Dieser Deal über knapp 5 Millionen Euro, was ich dann an Krankenkassen, Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und an Strafe bezahlen musste, war das Budget, was ich zur Verfügung hatte. Hätte ich diesen Deal nicht eingewilligt, hätte ich eine weitaus höhere Summe zahlen müssen, sofort als Sicherheit. Ja, die ich nicht hatte und hätte Insolvenz anmelden müssen. Was wollen Sie als Unternehmer machen? Sie wissen, Sie sind im Recht. Der Anwalt sagt, zahl auf keinen Fall. Wir sind im Recht, wir gewinnen das. Es dauert aber ein paar Jahre. Aber Sie haben nicht das Geld, um an Sicherheiten eine Summe X zur Verfügung zu stellen. 7, 8, 9, 10 Millionen Euro. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Also sind Sie genötigt, diesen Deal einzugehen. Ja, weil ansonsten sind Sie morgen platt. Das hat auch dazu geführt, dass man sich von der Unternehmensleitung hier entschlossen hat, die Mitarbeiter, die bisher Handelsvertreter waren, also selbstständig waren, alle insgesamt anzustellen. Das heißt, die wurden alle angestellt und das kostet natürlich dann wieder auch laufend für diese Leute Sozialversicherung, Lohnsteuer und so weiter. Und das hat doch zu einer unglaublichen Erhöhung der Personalaufwendungen geführt, die sicherlich auch eine Ursache dafür war, dass es jetzt zum Schluss nicht mehr ging. Gökers Konsequenz?
mehr, viel mehr verkaufen. Wachstum soll das geschwächte Unternehmen heilen. Göker stockt sein Personal auf. Bald sind an die 1000 Mitarbeiter in Diensten der MEG. Doch diese Rechnung geht nicht auf. Sie haben 1,3 Millionen Betriebskosten für den Innendienst, für das Personal. Ja? Plus 300.000 an Mieten und Fuhrpark. Plus über 1 Million Euro an Datensatzkosten im Monat. Und ein Fixkostenapparat von 4 Millionen Euro haben, inklusive den Gehältern der Verkäufer. Ja, dann ist das nicht unmöglich, aber das ist so verdammt schwierig, dieses Rad wie im Hamsterrad jeden Monat am Laufen zu halten. Und diese Bürde hätte man sich nie machen müssen. Aber man muss selbst daraus lernen. Und am Ende ist man natürlich auch selbst verantwortlich für die Fehler, die man macht. Ja? Kein anderer. Man kann es auf den Punkt bringen. Es wurde zu viel Geld ausgegeben. Ich würde heute nicht mehr einen Ferrari holen. Ich würde keinen Rolls-Royce mehr fahren. Ich würde ruhiger in der Außendarstellung auftreten. Ja? Obwohl man das Geld ehrlich verdient, obwohl man weiß, man hat keinen beklaut, das spielt keine Rolle. Sie müssen ruhig sein, sie müssen auf ihre Außendarstellung achten. Heute weiß ich mehr denn je, dass der Ruf alles ist. Ach ja, die teuren MEG-Autos. Wir brauchen einen größeren Tisch. Was ist das denn? Ach so. Was ist die Kiste wert, wenn man die Autos an die Schlüssel machen würde? Ja, das weiß ich nicht genau. Das wird eine Menge sein. Siebenstellig in jedem Fall. Wir haben eine Aufstellung der Autos machen lassen und ich glaube, die Aufstellung kommt zum Wert von 2, irgendwas Millionen. Aber da haben wir nichts von, weil uns die Autos nicht gehören. Das ist nun mal leider so. Den besten Mitarbeitern stellen wir Firmenfahrzeuge zur Verfügung. Für die Besten nur das Beste. Repräsentative Dienstwagen. Festgehalt mit Kfz-Zuschlag. Außergewöhnlich hohe Provisionen und Prämien. Alles ist möglich. Bis zum Herbst 2009. Bis zur Insolvenz. Nun muss die Dienstwagenflotte schnell zurück zum Händler. Bloß weg mit den Leasingkosten, um die Schulden nicht noch weiter in die Höhe treiben zu lassen. Also insgesamt kriegen wir schon 2, 3, 4, 5 Millionen zusammen. Wenn es schlecht geht, 2 bis 3. Wenn es gut geht, 4 bis 5. So ungefähr. Denke ich mal. Ein Bruchteil der gut 35 Millionen Schulden. Dabei schien einen Monat zuvor die Rettung ganz nah. Die Aragon aus Wiesbaden übernimmt die MEG. Der Finanzdienstleister gehört zu mehr als einem Viertel der AXA-Versicherung und hat selbst einen Vertrieb für private Krankenversicherungen. Da passt MEG gut in die Strategie. Endziel soll es ja sein, mit AXA im Rücken über Zukäufe zu wachsen. Wie soll das konkret aussehen? Aus dem Zusammenkauf mehrerer Maklerpools haben wir Stück für Stück organisches Wachstum gezeigt. Und wir sind in der Lage, Unternehmen, Versicherungsvertriebe, die an sich defizitär sind, durch Heben von Einkaufs- und auch Kostensynergien sehr, sehr schnell profitabel zu machen. Und insofern sind wir in der Lage, Unternehmen zu kaufen, die eigentlich im Rahmen eines solchen Konsolidierungsprozesses aus dem Markt ausscheiden würden. Für Aragon ist MEG ein gefundenes Fressen. Für einen symbolischen Euro und 6,5 Millionen Euro Darlehen gibt's Zuversicht. Wir rechnen damit, dass MEG dieses Jahr auf einen Umsatz von 70 Millionen Euro kommt. Damit können wir den Konzernumsatz im nächsten, spätestens im übernächsten Geschäftsjahr auf 200 Millionen Euro steigern. Mehmet Göker bleibt in beratender Funktion im Unternehmen. Meine Schuld, dass ich auf die angewiesen war. Ja, sowas wird mir in meinem Leben nie, nie wieder passieren. Sag niemals nie, aber ich gebe alles, was ich habe, dass ich nie wieder in so eine Situation komme wie damals. Angewiesen zu sein auf Dritte, die davon eigentlich sehr wenig verstehen. Ja. Und Aragon hat mir einen tollen Vertrag angeboten. 5 Jahre Berater der Firma. 6 Millionen Euro Grundgehalt für 5 Jahre plus Bonifikation. Nach 4 Wochen haben sie nur vergessen, den Vertrag einzuhalten und haben gesagt, das war's. Wir melden Insolvenz an. Die Verhandlungen zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität für die Fortführung des Unternehmens sind gescheitert. So bleibt nur die Insolvenz. Es gibt jetzt böse Zungen, die behaupten, dass die damalige Käuferin letzten Endes schon gewusst hat, dass das Geld nicht reicht.
dass sie diese 6 Millionen reingesteckt hat und dass sie die Kundendaten dafür genommen hat und dass ihr, der Käuferin, diese Kundendaten letzten Endes mehr als die 6 Millionen wert waren, sodass der Hintergrund dieses Deals der Erhalt der Kundendaten für nur in Anführungszeichen 6 Millionen Euro war. Das wird so von, wie gesagt, bösen Zungen behauptet. Ich will das nicht ausschließen, ich kann es aber auch nicht bestätigen. Aber es ist sicherlich auch eine mögliche Ursache für diesen Deal. Kann aber auch sein, dass einfach nicht genügend geprüft worden ist. Aber die waren doch da, die Finanzleute der AXA bei der MEG in unserer Hauptverwaltung. Haben 2 Wochen eine Due Diligence gemacht, alles auf den Kopf gestellt. Ja, warum wusste man das nicht 4 Wochen vorher? Und auf einmal ist die MEG insolvent. Herr Göker, der Vertrag, den wir mit Ihnen gemacht haben, tut uns leid. Na gut, dann nehmen wir jetzt halt die 600 Verkäufer. Die können ja bei uns anfangen, bei der Aragon. Ja, der Innendienst, der muss leider zum Arbeitsamt. Ja, wir zahlen ihnen keine Abfindung. Wir schließen den Laden. Ach, die offenen Rechnungen von 2-3 Millionen Euro, ja, da können wir auch nichts für. Ja, da sind Sachen abgelaufen. Da sind die zum Italiener, 3 Vorstände von der Aragon, der Italiener kann das bezeugen, haben dafür 250 Euro gegessen, haben die Rechnung an MEG schicken lassen und haben 3 Tage später Insolvenz angemeldet. So erinnert es Mehmet Göker. Nach Aufstieg und Fall ist Mehmet Göker nicht am Ende. Der Untergang seiner MEG, Krise, Chance, Läuterung. Ich war Sklave des Geldes. Heute habe ich meinen Seelenfrieden, bin glücklich. Kann immer ein bisschen besser sein. Aber was wollen Sie mehr? Ich sitze hier mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Mir geht's toll, kann mir einen Salat leisten. Ja, und ich glaube, das ist eine Garnele. Schmeckt super. Sie sind hier, wir haben es 30 Grad, es ist kurz vor Mitternacht. Das hätten Sie bestimmt nicht, ne? Aber egal, ich fühle mich gut. Dankeschön, zum Wohl. Zum Wohl. Ah, Sie merken, die Menschenmenge ist hier begeistert. Zum Wohl! Zum Wohl! Der Insolvenzverwalter sieht im Fall der MEG nicht nur wirtschaftliches Scheitern, sondern auch strafbares Handeln. Ich habe ja Titel gegen Herrn Göker in Höhe von über 3 Millionen Euro. Das sind Beträge, die er praktisch aus der MEG entnommen hat und die ihm nicht zustanden. Die hat er praktisch als Darlehen entnommen, zu einem Zeitpunkt, wo die Liquidität da war, wo aber die Gewinne nicht in entsprechender Höhe waren. Also hat er praktisch diese Gelder, man würde als Jurist sagen, veruntreut. In diese Wohnanlage bei Kujadasi soll das Geld geflossen sein, in Gökers zweite Heimat. Diese Anlage hat Schlagzeilen gemacht. Hat sie das? Hieß es, finanziert aus Mitteln, die sie dem Unternehmen illegal entzogen hätten. Was sagen Sie da? Ist das eine Frage? Ja. Ich habe niemals 1 Cent illegal aus der Firma entzogen, die mir gehörte. Der letzte Kredit, den ich genommen habe, war zu dem Zeitpunkt, an dem die MEG den höchsten monetären Kontostand aller Zeiten hatte. Das war der letzte Kredit. Ja, also da konnten Sie mit allem rechnen, nur nicht mit einer möglichen Insolvenz. Nachträglich hat auch der Aufsichtsrat das dann gebilligt, nachträglich, und hat dann gesagt, wir müssen nachträglich noch irgendwie Verträge machen und so. Aber da war das Kind im Brunnen, da war das Geld weg. Ja, nachträglich ist das dann natürlich alles irgendwie noch versucht worden, in trockene Tücher zu bringen. Aber halt alles erst nachträglich, als man das nicht mehr rückgängig machen konnte. Da wollte man wenigstens irgendwo noch saubere Belege haben. Aber alles erst nachträglich. Das Geld war weg. Verdacht auf Untreue, Insolvenzverschleppung, Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Die Kasseler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mehmet Göker. Für die Staatsanwaltschaft bestand bislang kein Anlass, einen Haftbefehl zu beantragen, da Herr Göker weitgehend kooperativ war und sich dem Verfahren auch durch Einschaltung eines Rechtsanwalts bislang gestellt hat. Ich kann doch nicht für unternehmerische Fehlentscheidungen ins Gefängnis kommen. Wo leben wir denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Also das ist ja Quatsch. Müsste Angst haben, wenn ich etwas getan hätte, was ungesetzlich ist. Wenn ich mir Geld genommen hätte, was mir nicht zusteht. Wenn ich geklaut hätte oder betrogen hätte. Ich habe nichts derengleichen getan. Seit mehr als 2 Jahren untersucht die Staatsanwaltschaft den Fall MEG. Es gibt eine Vielzahl von Schriftverkehr, von Daten, die auch auf Datenträgern abgespeichert sind. Das alles gilt es auszuwerten, Zeugen zu vernehmen und von daher ein sehr großer Umfang. Und das ist auch eine besondere Herausforderung in diesem Fall. Also ich habe, oder hier auch die Mitarbeiter, die mit mir das zusammen machen, wir haben die Staatsanwaltschaft von Anfang an in diesem Verfahren sehr unterstützt. Wir haben ihnen alle Informationen zukommen lassen. Überall dort, wo uns etwas komisch vorkam, haben wir Aktenvermerke gemacht, Urkunden sichergestellt und haben die der Staatsanwaltschaft übergeben. Ich weiß also, dass die Staatsanwaltschaft im Besitz zahlreicher Unterlagen ist, sodass sie gegen Herrn Göker meines Erachtens in naher Zukunft auch tatsächlich Anklage erheben können. Kann man überhaupt sagen, wann vermutlich die Ermittlungen abgeschlossen sein werden? Oder gibt es die Möglichkeit, dass sie auch noch 2 Jahre weiter ermitteln werden? Ich kann tatsächlich keine Auskunft geben dazu, wann genau die Ermittlungen abgeschlossen werden. Aber wenn Sie mir vorgeben 2 Jahre, ich gehe mal davon aus, dass es vorher zu einem Abschluss kommen dürfte. Herzlich willkommen bei der MEG AG, Ihrem Vorsorgespezialisten. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Er ist immer ein Mensch, der nach vorne schaut und hat einen ungeheuren Willen. Und mit Willen können Sie viel bewegen. Wenn Sie das ausstrahlen, können Sie die anderen auch mitreißen. Er ist doch noch jung, also er wird wieder erfolgreich sein, bin ich fest von überzeugt. Er wird weitermachen und er wird genau das weitermachen, was er bis jetzt getan hat. So einer fällt immer auf die Füße. Und tatsächlich, in Kujadasi ist Mehmet Göker längst durchgestartet. Man hat hier deutlich geringere Steuern zu zahlen, ja? Und man hat natürlich deutlich geringere Personalkosten. Obwohl ich sagen muss, das tangiert mich jetzt in erster Linie weniger, denn ich bin ja Berater des Unternehmens und Angestellter und nicht Firmeninhaber. Aber ich kann natürlich nur jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat, ein Produkt zu platzieren, europaweit, dann hat man mit einem Spitzensteuersatz von 35% in der Türkei und mit deutlich geringeren Lohnnebenkosten und deutlich geringeren Lohnkosten, die noch immer, wenn man überdurchschnittliche zahlt, eine deutlich höhere Gewinnmarge. Am Turgut Özal Boulevard hat er ein deutlich kleineres Büro als früher, aber mit Chefsessel, auch wenn er der Chef ja nun nicht mehr sein will. An der Wand Erinnerungen, Göker mit Westerwelle, Göker mit Ferrari, Göker mit Maschmeyer, Göker mit Mutter, die Inhaberin der neuen Firma. Im Angebot Altersvorsorge und Finanzdienste. Drehen dürfen wir die Arbeit der 60 Mitarbeiter in den Büros nicht. Wir sehen und hören aber, dass sie auch private Krankenversicherungen verkaufen. Wir haben eine Warteliste für Menschen, die hier arbeiten wollen. Mich rufen täglich aus Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, aus allen deutschsprachigen Ländern Menschen an, können wir zu Ihnen kommen? Können wir mit Ihnen arbeiten? Was können wir tun? Wie können wir gemeinsam mit Ihnen Erfolg haben? Ich möchte das nicht. Ja, ich habe hier eine Crew, die einen hervorragenden Job macht, zu der ich dazugehöre, zu dieser Crew. Ja, früher war ich der Firmeninhaber, heute bin ich ein Mitglied dieser Crew und es macht mir einen Riesenspaß. Peretzky, bitte. Ja. Sie haben doch nichts zu verbergen. Nein. Na, immer. Alles gut? Alles in Ordnung? Meist ist es das nicht, wenn man sich vor Gericht einfinden muss. Angedrohtes Eierabschneiden wird heute verhandelt.
Göker hat ehemalige Mitarbeiter der MEG und deren Familien bedroht. Das Urteil: 2.500 Euro Geldstrafe. 50 Tagessätze à 50 Euro. Der Tagessatz berechnet sich nach dem Einkommen. Das gibt Göker dem Gericht mit 1.500 Euro monatlich an. Durch die 2.500 Euro, die ich jetzt hier an Strafe bezahlen muss, ist das Budget für heute aufgebraucht. Sie haben gesagt, Sie verdienen 1.500 Euro zurzeit. Was machen Sie? Ich berate Unternehmen in vertrieblichen Angelegenheiten. Wie machen Sie das, dass Sie mit einem Monatsverdienst von 1.500 Euro Ihre Geld sparen? Ich möchte bitte gerne dazwischen treten, weil wir hatten abgesprochen, dass solche Fragen nicht gestellt werden. Okay. So eine Niederlage für die ganze Justiz, wie die Tatsache, als er dazu, glaube ich, 50 Euro Tagessatz verurteilt worden ist, wo eigentlich jeder sich nur darüber totlachen konnte, das darf sich nicht wiederholen. Und die Versicherer? Einst feierten sie mit Göker und machten nur zu gern mit ihm Geschäfte. Jetzt weigern sich die verantwortlichen Vorstände, mit uns darüber zu sprechen. Beim Verband der privaten Krankenversicherung gibt man sich reumütig. Ich glaube, dass es keine gute Entscheidung war, mit MEG zusammenzuarbeiten. Dann belastet das nicht nur die Versicherten, die diese Veranstaltung bezahlen, sondern es ist natürlich auch nicht imagefördernd, das muss man einfach sehen. Und insofern ist der Verband, aber sind auch alle Unternehmen sehr daran interessiert, dass diese Art von Auswüchsen wirklich der Vergangenheit angehören. Das war ein ungutes Zusammenspiel zwischen dieser Person und dieser Gruppe von Versicherern, die dann ausgeguckt wurde. Und das hat zu einem absoluten Verhängnis geführt. Und da ist natürlich in gewisser Weise auch ein Systemfehler dahinter. Herr Göker ist letzten Endes an sich selbst gescheitert. Und andere Leute haben es ihm sehr einfach gemacht und haben dafür aber auch bitter zahlen müssen. Also wir sehen seit Längerem, dass es diese Form von Umdeckungen gibt, also von Unternehmen A zu Unternehmen B, ohne dass der Versicherte einen unmittelbaren Nutzen hat, sondern nur derjenige, der vermittelt. Und einen provisionsgetriebenen Wechsel des Versicherten, der ist nicht unterstützenswert. Das beobachten wir seit Längerem. Wir sind allerdings als Branche nicht in der Lage, als Verband jedenfalls nicht in der Lage, aufgrund Kartell- und Wettbewerbsrecht hier, ich sag mal so, zu appellieren oder einen Rahmen zu schaffen, der vernünftig wäre. Hier ist am Ende der Gesetzgeber gefordert und der handelt ja jetzt auch. Wirtschaftspolitisch einmalig. Der Verband ruft nach Regulierung, der Bundestag entscheidet. Ab 1. April 2012 dürfen die privaten Krankenversicherer höchstens noch 9 Monatsbeiträge Provision pro Vertrag zahlen und nur, wenn der mindestens 5 Jahre hält. Und Göker? Herr Göker hat dermaßen viele Verbindlichkeiten. Wenn er nicht wieder ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelt, was unglaublich wäre, dann wird er diese Verbindlichkeiten in seinem Leben nicht mehr abbezahlen können. Die Verluste, die da entstanden sind, werden nicht zurückzuführen sein. Nein. Es ist verloren, ist verloren. Ja. Weg ist weg. Die Geschäfte der Versicherer mit MEG zahlten und zahlen die Privatkrankenversicherten mit hohen Provisionsanteilen und Beitragserhöhungen. So eins hätte ich gern. Gruß an die Freunde aus Kassel, ja, die ganzen Neidhammel, die jetzt denken, haha, das hätte er gern gehabt, jetzt kann er sich keins leisten. Recht habt ihr, ja, aber ich hab Träume. Was habt ihr? Also wenn sie das bringen, rasten alle aus. Können sie das bringen, bitte. Oder? Ich fand den gut. Ich hab Träume, was habt ihr? Ja? Oder? Oder wollen sie das nicht bringen? Können Sie das selbst entscheiden, was Sie bringen? Ja, also nicht der Produzent? Oder? Okay, gut.